So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Ich würde sagen, ich nehme mir direkt mal diese ganzen Teile, die wir hier noch haben, und die PCs, die wir hier noch zu reparieren haben. So. Und dann öffne ich hier mal den Shop und die E-Mails und so weiter. Und dann schauen wir mal, was wir zu tun haben. Und ob es bei eBay vielleicht was Gutes gibt. Das hier könnte vielleicht interessant sein. Das ist eine 1080 dabei. Hier haben wir ein Netzteil. Ach, hier ist eine 1080 alleine noch als Angebot. Jetzt schauen wir mal. Hier, das ist ein Netzteil. Guter Rahmen. HDD, SSD, ein gutes Mainboard und ein Gehäuse für knapp 500, und hier hätten wir für 250 eine Grafikkarte alleine. Ach, wisst ihr was, ich nehme einfach alles. Ja, ein weiteres Netzteil, obwohl gebrauchte Netzteile kann man eigentlich auch immer mitnehmen. So. Dann würde ich sagen, schaue ich mal hier in die E-Mails rein und sollte vorher noch Bullet Run öffnen. Okay, das haben wir ja schon alles gesehen, das auf eBay. Das ist jetzt nicht so interessant. Das hier ist wer nochmal C schläfrig, und das war das Silverstone-Zeug. Sprich das Netzteil. Okay, bei dem PC hier. Ich hoffe, dass das ein Gehäuse ist, was freundlich gegenüber mir ist, was das Netzteil angeht. Sprich, dass ich nicht alles ausbauen muss, um ans Netzteil zu kommen. So, und ja, wir hatten schon schlimmere Netzteile. Dann genau, das hier müsste das Richtige sein. Hier sind alles leider SFX-Netzteile. Es war ein bisschen dumm, dass ich die gekauft habe. Ich glaube, das hier habe ich gekauft bei eBay, einfach weil ich es gesehen habe. Und das hier habe ich halt echt verpeilt, dass das ein SFX-Netzteil ist. Ich habe aber auch bis jetzt nicht viele SFX-Gehäuse gesehen. So. Genau, ich sollte vielleicht noch schauen, ob irgendwelche Kabel. Nö, da will niemand irgendwelche bestimmten Kabel haben. Dann bekommst du dunkelgrau. Gut, das war's dann auch schon. Sonst auch nichts. Mein PC ist kaputt. Könnt ihr mal prüfen, dass nicht stimmt? Du machst dir Sorgen wegen Gebrauchteilen, insofern ist der PC sonst soweit fertig. Und Sterne, mein PC hatte aus unerfindlichen Gründen den Geist aufgegeben, aber sie haben ihn repariert und haben sogar berücksichtigt, dass ich meine Vorliebe für Silverstone äußerte. Yep. Und bevor ich mir jetzt das anschaue, möchte ich nochmal hier einfach bei Gehäuse reinschauen. Kann ich die filtern nach etwas? Ich würde gern filtern nach PSU-Länge. PSU-Größe ATX haben wir nur. Das heißt, wir haben kein Gehäuse mit SFX bis jetzt. Also man sieht es auch immer hier, falls euch interessiert, wo ich schaue. Weil es kann gut sein, dass die da irgendwas nicht bei der Sortierung richtig haben und wir schon eins haben, aber sieht gerade nicht so aus. Ist aber komisch, dass wir jetzt auf Level 7, nee, 17 sage ich schon, Level 15 sind und immer noch kein SFX-Gehäuse haben, aber dafür schon Netzteile. Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Hier war ein Upgrade zu machen.
So, für den PC, dass der Microsoft Flight Simulator X ohne Probleme hinbekommt, da hatten wir eine 1050 Ti bisher. So. Was ist denn die Mindestanforderung? Flight Simulator, Sekunde, für was eigentlich? Ja, okay, wirklich Mindestanforderungen. Da brauchen wir mindestens eine R9280 mit 3 GB. So, da haben wir eine 1060 mit 3 GB. Da hätten wir sogar eine R9280 mit 2 GB. Das ist ein Downgrade, kein Upgrade. Ja, okay. Sprich, die Person will schon wirklich eine stärkere Grafikkarte haben. Hätte es eigentlich ganz lustig gefunden, wenn man den da jetzt hätte verarschen können und ihm eine schlechtere Grafikkarte gibt. Ja, hier haben wir noch eine 1050 Ti. Sekunde, das hier ist die Gaming 4G. Ist die Gaming X 4G schon ein Upgrade? Weil theoretisch ist sie das ja. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich müsste das jetzt auch schon reichen für die, für die Mindestanforderungen. Wir schauen mal einfach. USB-Stick wäre nicht schlecht. Oder fehlt noch irgendwas anderes? Oh Gott, es fehlt auf jeden Fall eine bessere SSD, beziehungsweise überhaupt eine SSD. Das hier sieht nicht gerade nach einer aus. Nee. Nur eine HDD. Mein Beileid. Und dann so ein unglaublich teures Mainboard haben. Muss die Leute nicht verstehen. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wie zur Hölle kann eine R9280... Hä? Also, Sekunde, das muss ich jetzt mal live nebenher mit googeln. Wie soll eine R9280 3G, also kann ja sein, aber das wäre irgendwie schon ein bisschen peinlich für Nvidia, würde ich sagen. R9280 ist tatsächlich besser. Würde ich mich jetzt aber als Nvidia schämen. Hier, R9280 ist nämlich von 2014. Und zwar von Quartal 1 2014, sprich in den ersten 3 Monaten erschienen. Und die 1050 Ti ist von Quartal 4 2016, sprich in den letzten 3 Monaten von 2016 erschienen. Also liegen die fast 3 Jahre auseinander. Und die R9280 ist trotzdem besser. Okay, das hätte ich echt nicht gedacht. Dass ich das miterleben darf. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Vor allem, da das ja wirklich eine ziemlich alte Karte ist. Dafür ist selbst die GTX 1060 3 GB schon viel, viel, viel schneller. So, das müsste ja heißen, dass wenn ich jetzt eine GTX 1060 3 GB rein tue, müsste die schneller sein. Auch wenn die 3 GB Version echt disgusting ist. Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Hätte ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Ich glaube, wir schauen trotzdem hier drüben jetzt nochmal. Ja, ich muss ja noch 3D-Mark ausführen. Oder? Das war doch hier. Ja. Da ist das installiert jetzt erstmal gleich. Na? Jetzt? Und währenddessen schaue ich mal hier nach, ob wir bei der Person noch sonst irgendwas machen sollten. Nee. Nicht wirklich.
Das heißt, ich kann den PC sonst wieder zuschrauben. Und das war falsch rum. Ich mache das immer falsch bei diesem blöden Gehäuse. Im Nachhinein macht es aber auch jedes Mal eigentlich Sinn, das so rumzumachen, weil natürlich kann ich, wenn ich das schon dran geschraubt habe, nicht irgendwie die Gehäusewand dann noch rein tun, aber ich mache das irgendwie immer falsch. So, währenddessen da drüben der Test läuft, können wir uns hier erstmal hier ein bisschen umschauen. EVGA CLC 280, das müsste die Wasserkühlung sein, also eine noch größere. Das hier waren eBay-Angebote. Sekunde, ich schaue mich trotzdem mal um bei der Wasserkühlung. Das eine ist, das müsste aber... Ja, da haben wir sie. Dann erwarte ich auch irgendwie noch eine 360mm Wasserkühlung. Also ich würde es begrüßen. So, seien Sie gegrüßt, könnten Sie mir etwas reparieren? Würden Sie bitte mal prüfen, was hier nicht stimmt? Es gab einen wirklichen üblen Brandgeruch. Okay, ja, aber da ist leider echt nichts dabei, wo drin steht, was wir tun müssen. Da. Hey, ich brauche einen neuen PC und hörte, Sie führen derartige Aufträge durch. Was ich unbedingt will, dass Battlefield 1 Mindestanforderungen darauf läuft. Ich brauche ihn vor dem 3.5.18, was noch 10 Tage sind. Und ich bin totaler Fan von MSI. Mir ist bewusst, dass Gebrauchteile günstiger sind. Dennoch hätte ich ganz gern neue. Was haben wir hier? Nochmal Dynabiert. Die sind echt andauernd gefühlt mit ihren Anfragen da. Hier drüben das durchgelaufen mittlerweile. Okay. Das heißt, den kann ich schon mal wegtun. So, kassieren wir die 5-Sterne-Rezension und das Geld. Was haben wir denn bekommen? Ein weiteres In-Win-Gehäuse. Dann gibt es doch mehr, als ich gedacht habe. Okay, noch ein Core i5, 8600K und G-Skill 8 GB, 4000 MHz. Ich schaue mir auf jeden Fall jetzt erstmal das Gehäuse an. Ich würde mal tippen, das hört sich nach einer abgewandelten Version von einem anderen Gehäuse an, sprich nach einem teuren Gehäuse. Okay, $160 geht aber tatsächlich noch total, wenn ich mir anschaue, dass wir Gehäuse haben, die kosten 500. Wir haben echt schon lange nicht mehr in den gebaut, fällt mir gerade auf. In den teuren Gehäusen, in den richtig teuren. Okay, können wir wegwerfen. Und dann lesen wir hier mal. Dringend aufgabenkritischer Aufrüstungsauftrag. Hallo, ich bin's wieder, Kern von Dynabiert. Wir haben hier eine Krisensituation und wie immer trage ich die Verantwortung, uns da wieder lavieren. Auszulavieren? Egal. Mir wurde sehr kurzfristig aufgetragen oder zugetragen, ist eigentlich egal, dass einer unserer beiden Vorführcomputer besser ausgerüstet sein muss als der andere. Das zweite Datenblatt mit Systemanforderungen war zwischen anderen Blättern der ursprünglichen Anforderungen versteckt und gar nicht entsprechend hervorgehoben. Deshalb ist es mir bei der ersten Evaluierung durch die Lappen gegangen. Bitte rüsten Sie den Rechner dementsprechend auf und das Kundengespräch steht jetzt unmittelbar bevor, deshalb fürchte ich, auf eine Fertigstellung dieses Auftrags innerhalb der nächsten Tage bestehen zu müssen. Das ist unverzichtbar für diesen Auftrag. Einmal mehr muss ich mich im Namen von Dynabiert für die kurze Frist und die mangelnde Professionalität derjenigen entschuldigen, die es versäumt haben, wesentliche Informationen in geeigneter Form meiner Kenntnis zu bringen. Okay. Ein i7 7700K oder besser. 1080 oder besser. 16 GB RAM. Okay, die Sache ist, die 1080, die ich letztens bestellt habe, kommt wahrscheinlich nicht in den nächsten Tagen. Ach, in den nächsten Tagen heißt morgen. Okay. Da kommt leider keine 1080 an.
letzte i7-7700K, den ich hab, braucht. Nee, ist auch ein neuer, dann kaufe ich einfach noch einen weiteren. Wenn ich sowieso schon was kaufen muss. Ich schaue, ob ich noch eine 1080 habe, aber das ist wahrscheinlich auch erfolglos. Ah ja, ich habe noch eine 1080, aber keine gebrauchte. Sprich, da kaufe ich auch gerade einfach noch eine, weil ich werde sie sowieso brauchen. So, i7-7700K. Eine GTX 1080, 16 GB RAM haben wir ohne Probleme da. Das ist jetzt echt nicht das Ding. Sogar mehrfach. Okay, also das ist kein Problem. So, was haben wir hier denn bei Pizza Mama's Real Pizza Place? Wir stellen ständig ein offene Stellen bei Mama's Real Pizza Place. Aufgemerkt, faulenzen Sie nicht länger auf der gemütlichen Wohnzimmercouch und machen Sie mal was Vernünftiges. Mama. Sternangebote bei Mama's Real Pizza Place. Wir gehören zu den Top-Arbeitgebern der Imbissbranche und stellen wöchentlich ca. 20... Was? Wow. Dafür müssen die aber echt gerade im Aufbau sein von ihrem Restaurant, beziehungsweise... Wie gut muss das bitte laufen? Das bei einem Pizzaladen? Das kann ich mir kaum vorstellen. Hart arbeiten statt jammern, sonst bist du schneller gefeuert, als du Pizza Pepperoni sagen kannst. Ja. Okay, das, da hätte man sich einen besseren Spruch überlegen können. Keine Ausbildung, kein Problem. Unsere Anforderungen sind ebenso bescheiden wie unsere Gehälter. Ja, da sind wir auch bei dem Punkt. Wie soll sonst nämlich das Ganze funktionieren mit 20 Arbeitern einstellen, wenn man nicht beschissene Gehälter hat? Ja, das wundert wohl niemanden. Wir bei Mamas suchen ständig nach strebsamen neuen Bewerbern. Wäre jetzt lustig zu sehen, ob die Webseite tatsächlich existiert. Manche Spiele machen sowas ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde nicht drauf setzen, hier bei so einem kleinen Spiel, dass das existiert. Und nein, das tut es auch nicht. Oder? Sekunde. Ich kann nochmal schauen, es anders zu schreiben. Vielleicht funktioniert es ja dann. Nö. Jetzt habe ich wirklich alle Schreibweisen, wie man das schreiben könnte, ausprobiert. Gibt es leider nicht. Wäre schon irgendwie cool gewesen. So, das haben wir schon, das mit Dynaviert. Und den neuen Rechner müssen wir auch noch konfigurieren. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme da nicht die 1080, weil ich habe ja schon eine. Ja, wisst ihr was? Ich nehme auch den 7700K raus. Ich mache aus dem anderen PC, obwohl, habe ich nicht noch irgendein Mainboard? F51 Sockel. Ja, okay. Oh, stimmt, ich sollte vielleicht auch noch ganz dringend nachschauen, ob das hier überhaupt ein Intel-PC ist, weil wenn es ein AMD-PC ist, dann bringt mir der 7700K auch nicht viel. Da ist ein 7700K drin. Wie soll ich den upgraden? Ich kann den overclocken, den 7700K. Das war's dann aber auch. Oh nö, also wenn ich das jetzt deswegen nicht abschließen kann, dann bin ich aber böse. Weil es dauert noch ein bisschen, bis wir den 8700K freischalten. Wir haben erst den 8600K gerade freigeschaltet. Da wäre ich jetzt schon so ein klein wenig mad. Okay, wie viel haben wir nochmal ein Budget für diesen anderen PC hier? $1,750. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall auf dieses neue InWin-Gehäuse setzen. Ganz einfach, weil es sieht echt cool aus. Hier das MSI Dragon Edition. Die Person ist ja auch MSI-Fan, auch wenn das jetzt letztendlich kein MSI-Gehäuse ist.
Und ich weiß nicht, dass der dann sagt, er hätte unbedingt das MSI-Gehäuse gebraucht und hat jetzt keins. Nee, das machen die doch vielleicht lieber anders. Ich weiß immer noch nicht, wie das letztendlich funktioniert, ob das dann so ist, dass man wirklich nur in dieser Marke Sachen einbauen kann, wenn eben die Person unbedingt was von dieser Marke will. Auch wenn wir jetzt nur das hier Gehäuse dann nehmen können. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Netzteile, da macht MSI auf jeden Fall noch nichts. Da können wir jetzt prinzipiell eigentlich alles holen. Ja, ich glaube, ich setze einfach mal auf nochmal so ein Gigabyte Netzteil. Ist ja an sich kein schlechtes Ding. CPU setze ich auf einen... stimmt, der i5, 8600K ist halt auch schon... Ich wüsste jetzt schon gern, ob der besser ist, aber ich will ungern Bauteilleistung... Hier was, scheiß drauf. So. Ich rechne den einfach jetzt mal bei dem PC mit. Es kann aber auch sein, dass ich stattdessen den 7700K nehme. Je nachdem, wenn der i5 stärker ist, dann kann ich den ja in den anderen PC einbauen. So, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall auf MSI setzen. Und Sekunde, wolltest du Mindestanforderungen von Battlefield 1? Also das werden wir ja wohl hinbekommen. Ein i7-7700 für die empfohlene Spezifikation, das ist schon ein bisschen mehr. Wolltest du unbedingt Neuteile? Ja. Okay, ich glaube, ich setze trotzdem auf eine 1070. Ganz einfach, weil die halt ein bisschen günstiger ist. Beziehungsweise, nee, ich schaue erstmal beim allem anderen. Wir haben noch das Mainboard da, das ist nicht gebraucht. Und hier steht $57. Ah, nee, das ist, wenn ich es verkaufen würde, stimmt. Darf ich nicht verwechseln. Kostet 170. Ja, da sieht man schon ganz schön schnell, dass das Geld weniger wird. Was haben wir denn bei RAM? Haben wir da irgendwas? Ja, der hier ist. Den könnten wir nehmen. Den ADATA XPG. Der hier, den machen wir noch dreimal ins Inventar. Das heißt, wir müssen auch mit dem Preis von dem rechnen. Das ist schon eine Menge. 180. Weil 16 GB sollen ja schon mal drin sein. Dann müssen wir uns jetzt mit dem Rest begnügen, was wir an Geld noch haben. Und das ist gar nicht mehr so viel. Es gibt halt echt wenig Kühler, die cool aussehen. Abgesehen von den Wasserkühlungen hier drin. Nehmen wir einfach mal die EVGA-Wasserkühlung mal wieder. Dann die CPU haben wir, das Mainboard haben wir auch. RAM haben wir, eine Festplatte brauchen wir noch. Die Sache ist, so viel Geld haben wir jetzt auch nicht. Ich will jetzt einfach mal schauen, noch bei der Grafikkarte lieber. Na, hier. Ja, also auf die ganz teuren kann ich auf jeden Fall nicht setzen. Ich könnte wahrscheinlich diese 1080 nehmen, aber das ist mir ein bisschen zu heikel. Dann habe ich... Ich habe da ein bisschen Angst, dass ich das nicht mehr schaffe vom Geld, aber ich sehe, ich habe noch eine 1070 Gaming-Set. Ah, okay, aber die ist gebraucht. Jetzt hätten wir aber noch $195 übrig. Davon kann man sich durchaus was gönnen.
Und zwar nehmen wir da einfach schnellste SSD und das ist ganz einfach die von Patriot. So, Kabel haben wir. Da wollte auch niemand irgendwas ganz Besonderes, oder? Nö. Gut so. Ja genau, Lieferung für den nächsten Tag. Das Teil bekommen wir dann sofort. Das haben wir jetzt auch. Und jetzt bin ich sehr interessiert. Ach, das habe ich auch noch nicht. Das OCC... Nee, doch, das war das OCCT.